Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Steel Trader Helpdesk. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute live wieder dabei sind, denn das Webinar ist ja auch für Sie gedacht. Hier haben Sie die Möglichkeit, dem Entwickler und auch Trader Dirk Helger die Fragen zu stellen live. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich natürlich auch, dass Dirk wieder für uns die Zeit gefunden hat. Und bevor wir jetzt noch mehr Zeit verlieren mit dem Intro, machen wir kurz den Risikohinweis, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie auch das wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen. Ja? Gut, dann stellen Sie auf jeden Fall Ihre Fragen schon mal rein und in der Zeit übertrage ich den Bildschirm und hoffe, dass die Technik auch bei Dirk weiterhin funktioniert. Ja, bei mir funktioniert die ja. Wo war das nochmal? Bildschirm 3? Nee, 2. Zwei, genau. Das Ding könnte es mir einfach auch mal anzeigen. Meine Güte, dann wäre alles, das Leben wäre so, könnte so einfach sein manchmal. Oh, ein Aber ist neues es nicht. Bild. Dafür hat man ja gute Freunde wie den Nelson, die einem da immer Ist das sagen. dein Arbeitsplatz? Das, ja, so ungefähr. Ah, da fehlt noch irgendwie 5 leere Kaffeetassen. Paar Krümel und ein Restbrot oder so, dann wäre es realistischer und ein Ausblick, der nicht so schön ist, dann käme der Sache da schon her. Ja, ich finde es aber eigentlich ganz witzig, das Bild. Das ist ganz witzig. Der Vorhang im Hintergrund ist sehr gut, ja. Ja, der ist schon nah dran. Nee. Okay, so. Dann sage ich an der Stelle auch mal einen wunderschönen guten Abend. Hallo, herzlich Aloha und willkommen. Kommen hier aus Kölle, aus dem sonnigen Kalifornien, wollte ich gerade sagen, zum Helpdesk-Webinar mit FX Flat, meiner Wenigkeit und dem Nelson. So, wie der Nelson schon gesagt hat, also wir machen das ja hier, damit wir entsprechend auf Problemchen und so weiter und wo es klemmt, eingehen können live und so viel wie auch immer hier reinkommt, alles, was wir in einer Stunde abarbeiten können. Versuchen wir so gut es geht auch zu machen. Und das heißt, wir sind hier auf eure Mitarbeit auch angewiesen. Ich habe nur gerade dem Timo schon irgendwie zugerufen. Der Timo ist on hold. Den habe ich heute Morgen schon gefragt, ob er einspringen kann, weil bei mir irgendwie auf dem Server so irgendwie ein bisschen Stress ist und bei ihm halt irgendwie nicht. Und irgendwie ist das nicht so, ist nicht bei allen der Fall. Man weiß ja nicht so genau, woran es liegt. Also das heißt, und daher bedanke ich mich schon mal voraus bei dem Timo, dass er da ist. Und er weiß auf alle Fälle Bescheid. Ja, aber So, wenn keine also. Fragen reinkommen, dann braucht er auch nicht einspringen. Nö, Deswegen das. auf jeden Fall mal fleißig Ja, bis jetzt ist ja, sehe ich da noch nicht irgendwie was, ne? Also außer hier, kann auch nur sagen, ja, paar Feedbacks. Was? Was ist denn das um 17:50? Muss ich es verstehen? Da, was? Ich weiß nicht, das ist von dem, der Stefan, sei so nett. Also, vielleicht mal ganz schnell zu meiner Verteidigung. Mein Support-Folder ist leer. Da ist absolut nichts, was nicht beantwortet wäre. Das heißt aber auch nicht, dass nicht irgendwas mal im falschen Ordner verschwinden kann. Ne? Deswegen einfach vielleicht nochmal irgendwie drauf eingehen. Der Stefan, der andere Stefan. Ja, genau, der Stefan. Ah, ich war in Urlaub, okay. Das bitte zumindest erklären, warum ich es in der Woche, in Urlaub war ich schon mal gar nicht. Das muss ich schon wieder richtig stellen. Ich war im Ausland. Ich wollte tatsächlich, also ich habe geplant, wir haben hier irgendwie auch Zeit zu quatschen, weil solange nichts Konkretes reinkommt. Ich hatte damals wirklich geplant, 4 Tage arbeiten. Ich war ja auf Zypern, da war ja auch die Messe und so. Und wollte dann eine Woche dranhängen. Und leider war dann direkt in der Wohnung nebenan der Presslufthammer morgens ab 7 Uhr am Start, sodass es nicht auszuhalten war. Und dann bin ich halt direkt nach der Messe, direkt am Tag zurückgeflogen und der Urlaub hatte sich damit erledigt. Ja. Ja.
Nee, aber wie gesagt, Stefan, ne, also ich gucke das ja auch jeden Tag durch und gucke auch immer, dass der Ordner leer bleibt mit den Support-Anfragen. Ich weiß, dass ich das manchmal nicht sofort beantworten kann. Das ist aber dann natürlich nicht böse gemeint, sondern bei mir landet ja eigentlich immer nur das, was irgendwie, wo keiner mehr weiterkommt. Deswegen bin ich ja auch da immer super froh drum, dass FX Flat da halt den wunderbaren Job macht. Und so bei mir, wie gesagt, kommt immer das raus, wo irgendwie keiner mehr weiterkommt. Und das gucke ich mir dann natürlich an, geht aber dann trotzdem nicht immer von jetzt auf gleich. Aber länger als 48 Stunden dauert es eigentlich nicht. Aber, also nee, das mussten, okay. Ja, das scheint mir aber dann trotzdem. Okay. Also ist mir so, Nelson, sollte mir das irgendwie bekannt sein? Also mir sagt das jetzt irgendwie gerade erstmal nichts, weil da geht es wohl darum, das irgendwie, um auch die anderen da irgendwie kurz aufzuklären. Da gab es irgendwie einen schwarzen Bildschirm nach dem Update. Ja, dann wäre die Frage, Update wovon? Deswegen, ja, weil ich kann natürlich, ich sag mal, solche Sachen, also jetzt gerade was irgendwie mit Setup zu tun hat, ne? Also wenn man den StereoTrader jetzt neu installiert, die kann ich halt hier leider gar nicht nachstellen, weil das hier ist immer die Entwicklungsumgebung. Und da kann ich leider nicht das Setup ausführen. Deswegen ist gerade bei sowas dann immer auch eine ausführliche Anleitung super wichtig. Ist mir natürlich nicht bekannt, ne? Klar, also deswegen, wenn da halt was wäre, und dann würde ich mich dem natürlich annehmen, muss es aber, wie gesagt, nachvollziehen können. Nur gerade im Setup, da muss ich dann halt komplett anders auf eine andere Kiste ausweichen und dann halt irgendwie dort versuchen, das irgendwie nachzustellen. Ja, also ich glaube, das ist wirklich das Beste, Stefan, wenn du da irgendwie nochmal irgendwie schickst und dann halt mal gucken, weil wir brauchen dann natürlich, wenn es ein bisschen komplexer ist, natürlich auch immer alle Angaben, so von wegen welches Betriebssystem, welcher MetaTrader, welcher MetaTrader-Build, und ob das jetzt VPS, lokal ist und so weiter. Und dann muss man versuchen, ob man es irgendwie so gut es geht nachstellen kann, weil das ist nämlich leider wirklich immer das Hauptproblem. Das halt natürlich auch immer so von dem eigenen Environment halt abhängt, also von der eigenen Betriebssystemumgebung. Und wenn das halt dann nur da auftaucht und dann kann es dann halt eben sein, dass es nicht reproduzierbar ist. Aber trotzdem ist das ja dann nicht was, was dann irgendwie in der Schublade verschwindet nach dem Motto, war Quatsch, ne? Sondern wir versuchen es ja dann schon, aber es lässt sich halt alles reproduzieren. Also wie gesagt, es sagt mir wirklich nichts, ne, Stefan. Also will mich hier nicht rausreden, aber einfach. Ich hab ja auch schon Ja. angekündigt, dass morgen ich der Sache nochmal nachgehe, Ja. wie weit der Prozess da fortgeschritten ist Ja. und Ich wir bin auch leiten nochmal morgen. alle Informationen. Genau. Stefan, ich bin auch morgen übrigens bei FX Flat. Also spätestens dort würde man mich dann sowieso damit konfrontieren, ne? Und kann mir das dann dort auch vor Ort angucken. Ist vielleicht sogar einfacher. Das kann ich dann gerne machen. War das jetzt zu viel Information, Nelson? Nö, ne? Nein, Nö, ne? dass es uns tatsächlich gibt und wir hier in Deutschland ansässig sind, ist ja keine Überraschung. Ja, und Ratingen ist ja nicht so weit von Köln entfernt, da kann man ja auch mal einen Kaffee vorbeifahren. So Was wir dann sieht's ja auch aus. morgen machen. Und dann ist aber dann ohnehin immer so, dass wir uns dann auf dem Support zusammensetzen, dann irgendwie mal gucken, brennt es irgendwo und ja. Das ist eigentlich Usus. Gut, so. Es geht los und zwar mit der Frage von Stefan, ein anderer Stefan, 18:05 Uhr. Bei mir läuft das okay. Das TC Live Add-on nicht auf DE40. Moment mal. Habe ich das verpasst? Seit wann ist denn das drin? Nein. Und du hast es nicht verpasst. Es kann allerdings sein, dass der eine oder andere das Symbol schon sieht. Habe ich wohl auch mitbekommen, aber es ist nicht für die Masse. Also es wird kommen, das Symbol der Wechsel, aber ist aktuell nicht der Fall. Okay, das erklärt dann auch, warum das mit dem Live-Chart nicht funktioniert. Sind wir da bei dem Ding schon durch, weil, ne? Weil grundsätzlich ist ja so, es gibt ja so eine Übersetzungstabelle, nenne ich es mal so, ne? Die ist dann im Live-Chart genauso wie im StereoTrader halt auch hinterlegt.
Und da steht dann zum Beispiel drin, Achtung, FX Flat, DE30, das ist eigentlich der F-DAX. Ne? Und solange das nicht bekannt ist und wie man sieht, ich habe es ja hier auch jetzt nicht drin und kann natürlich nichts übersetzt werden. Und das ist halt dann die Erklärung. Aber solange DE30 noch funktioniert, gibt's ja auch, spricht ja auch nichts dagegen, einfach auf dem DE30 zu bleiben, bis das halt dann alles mal drin ist. Ne? Weil das gehört natürlich zu den Sachen, wo ich ja auch angefragt habe, so ändert sich bei euch irgendwie das Symbol, muss man da was ändern? Und dann, das ist ja nichts, was irgendwie dann irgendwann mal auffällt, nachdem es 20 anderen aufgefallen ist. Und sondern sowas stimmen wir auch logischerweise ja an der Entwicklung ja auch ab. Das ist ja klar. Also der steht auf jeden Fall definitiv nicht zur Verfügung, D40. Okay. Dann Falco, 18:06. Ja. Auch TC Live. Mein Problem ist, ich kann hier heute leider keinen TC Live, glaube ich, starten, ohne dass mir hier alles abschmiert, weil, also wie gesagt, heute Morgen haben es ja irgendwie ein paar mitbekommen. Es gab ja an einigen Stellen irgendwie ein bisschen Probleme mit einer Anbindung. Und wenn ich mir hier unten die Zahlen angucke, ja, hier unten sieht man ja, dann sieht das irgendwie nicht gesund aus, was da gerade los ist. Da steht nämlich jetzt zum Beispiel halt hier, na komm, Traffic 702, Down 4 kb Upload, das ist schwach und ein Haufen Package Loss. Das heißt, die Datenübertragung hat da irgendwie gerade tierisch Probleme und das TC Live spielt da gerade nicht gut rein. Deswegen, ich traue mich wirklich gerade nicht, das da drauf zu tun. Und weil es dann nämlich sein kann, dass wir hier auf der Stelle fertig sind. Dann wäre zwar der Timo am Zug, eigentlich wäre das clever, wenn ich das jetzt drauf mache. Dann müsste der Timo sofort einspringen. Aber ja, also die Frage ist ja, ne, ob das TCL, ob die Linien mit den dazugehörigen Zahlen links anzeigen zu lassen. Das ist momentan tatsächlich, jetzt muss ich gerade mal überlegen, die Linien, das, Moment mal, also das ist, macht ja nichts anderes als das hier auch. Also wenn ich jetzt hier eine Linie einzeichne, jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt hier keinen Quatsch erzähle. Wenn ich hier eine Linie einzeichne, ist die Zahl rechts. Ne? Die wandert ja immer auf der rechten Seite mit. So, egal was ich hiermit mache. Wenn ich im Passivmodus bin, dann müsste die eigentlich links hinwandern. Also jetzt eine neue zumindest mal. Nee. Okay. Dachte nämlich eigentlich. Ich bin mir gerade, wie gesagt, nicht sicher. Sieht man ja. Ne? Also. Ich weiß nur, dass da mal irgendwie so ein Zusammenhang gewesen ist, aber die stehen in der Tat immer rechts. Und wenn man hier das Shift anhat, weil die Begründung ist ja gerade, warum stehen die rechts und nicht links? Weil das sich mit den Kerzen überdeckt. Aber kann ja eigentlich nicht, weil da ist ja immer Freiraum dazwischen. Deswegen ist es auch durchaus so gewollt, dass die da stehen. Ja, nur, dass er halt eben im Passivmodus stehen die wohl ganz rechts und im Aktivmodus dann halt Stück weiter links. Und da stehen sie dann halt, Moment, kann ich noch mal gucken, ob das jetzt so stimmt, was ich jetzt sage. Ja, ne, die wandern, ne? So, genau. Die stehen dann tatsächlich in den Kerzen drin. Das ist richtig, aber nur im Aktivmodus, also halt hier drunter. Aber halt wie viele andere Sachen halt auch, ne? Also wenn ich hier irgendwie eine Order aufmache und dann steht die ja halt auch, also die steht jetzt nicht unbedingt direkt da drin, aber klar. Der Platz ist halt begrenzt und was links ist, weiß ja auch keiner. Also das heißt, könnte ja genauso gut sein, dass jetzt hier auch Kerzen sind, dann wird es da halt auch drin stehen. Ne? Deswegen ist es irgendwann die Entscheidung gefallen, das halt links zu machen und zu lassen. Und dann, da ist es so. Die Kerzen, die Zahlen werden direkt auf Höhe der Kerze angezeigt. Ja, das, da weiß ich halt nicht, wie groß der Bildschirm ist. Ne? Also hier sieht man ja, es ist halt, das ist halt so angelegt, dass hier das Orderbuch reinpasst. Und das ist ja halt alles so abgemessen, ne? Dass es hier mit der letzten Kerze abschneidet. Und dazwischen passt ja dann irgendwie Orderbuch und hier die Order-Levels und so weiter und so fort. Im aktiven Modus, ja, genau. Ja. Sollte ich da noch irgendwie irgendwann mal eine geistige Eingebung haben, werde ich das gerne mal berücksichtigen, aber Platz ist halt tatsächlich immer so ein generelles Problem. Okay. Dann gibt So. es die Frage von Roland, 18:07, aber ich glaube, da bist du auch schon kurz drauf eingegangen. Wenn nicht, dann wäre das die nächste.
Ach so, habe ich. Ich habe das Update noch nicht gesehen. Der Timo hat aber irgendwie heute geschrieben. Timo, willst du kurz was sagen dazu? Der hat es nämlich getestet. Ich habe heute, wie gesagt, nur, also ich habe heute nur anderen irgendwie Unsinn gemacht. Timo steht aktiv links. Auch interessant. Okay. Timo, kannst du irgendwie kurz, oder Nelson, kannst du dem Timo kurz das Mikro geben? Ja, wenn er was sagen möchte, gerne. Ja, also zu dem aktuellen Bild, weil der Timo hat nämlich da was irgendwie versucht und mir da auch was dazu geschrieben. Das habe ich so irgendwie nebenbei gelesen. Das ist aber nicht gut. Ja, der Bildschirm ist einfach von alleine weg. Ich habe Achso, es der hier ist wieder weg. zurückgegeben. Ja, ich habe es hier wieder zurückgegeben. Ah, Müsstest du okay. annehmen? Moment, jetzt muss ich nur gucken, dass ich muss erstmal hier. Das ist immer spannend. Ich habe hier Ich gerade. sag schon mal Moin in die Runde. Das ist sehr schön. Hey, grüß dich, Timo. Hi, grüß dich. Oder grüßt euch. Genau, also am Freitagabend, glaube ich, kam ein neues Update von MetaQuotes raus. Die 3081 ist das. Irgendwie ein relativ großes Update auch gewesen mit irgendwie vielen Änderungen. Und ich glaube, das, was die meisten Leute oder was hauptsächlich so eine Änderung ist, was man auf den ersten Blick sieht, dass die ganzen Icons neu sind. Also da wurde einiges gemacht in der Version. Genau. Und das Ding ist halt, wenn man das nicht unterbunden hat, dann wird halt beim Neustart von MetaTrader wird die neue Version automatisch draufgespielt. Das heißt, vielleicht hingen die Probleme heute Morgen auch zumindest bei einigen damit zusammen, dass das neue Update von MetaQuotes installiert worden ist. Aber du hast doch gemeint, irgendwie, es macht bei dir im Test keine Probleme mit dem Stereo-Trader. Ja, aber ich bin ja auch, also mit der neuen Beta-Version, das hatte ich dir ja auch geschrieben. Ja. Mit der neuen Beta-Version hatte ich keine Probleme, aber natürlich mit der momentanen Release-Version habe ich halt auch Probleme. Ach Ne, so. aber die hatte ich auch vorher schon. Ja. Also, aber nichts Neues jetzt, ne? Also das ist immer noch der gleiche Stand, den wir ja schon seit Genau, also neue Format Probleme haben. konnte ich jetzt nicht feststellen. Ne. Ja, es ist halt echt anstrengend, dass da irgendwie einfach weitergemacht wird und nicht irgendwie mal geguckt wird, dass es erstmal stabil läuft. Ja. Okay, gut. Dann weiß ich da Bescheid, weil ich hatte es irgendwie so verstanden, dass die neue Version jetzt irgendwie besser läuft als die alte und du ja noch gemeint hast, irgendwie ergibt keinen Sinn. Und Ach so, nee, vielleicht, dann habe ich das wahrscheinlich falsch geschrieben oder so oder falsch okay, formuliert. falsch verstanden. Das ist ja auch nichts Neues. Okay, Hast du gerade gesagt, gut. das ist ja auch nichts Neues? Ja, klar. Ich konnte meinen Schmunzeln auch nicht verbergen Ja, komm, gerade. ey, Leute, ey, ganz gut. Das ist doch menschlich. Nein, nein. Das ist, ja, ich sag mal, was ist mit euch los, ey? So, weiter geht's hier mit Rüdiger 18:10. So. Ja, MetaTrader 4 kann ich hier gerade nicht, aber wenn BE größer 4 wird. Moment, was? 18:10 Uhr? Korrekt, ja. Das ist doch kein Deutsch. Da fehlt mir da irgendwas. Rüdiger, sei so gut, mach mal einen ganzen Satz draus. Weil damit kann ich leider überhaupt gerade gar nichts anfangen. Oder Nelson, wenn du es verstehst, bitte übersetze es mir. Ich habe es so verstanden, dass wenn die Einstellung für Break-Even auf 4 steht und Dann steht auch geschlossen. Das ist eigentlich mein Problem. ja, okay, ja, ne, gut, ich kann es natürlich falsch interpretieren. Vielleicht noch ein bisschen mehr Details dazu. Ja, Das wäre Rüdiger. hilfreich. Also gut, erleuchte uns. Dann bleiben wir uhrzeitmäßig gleich. Aber wir springen zu Michael. Okay, also ich habe mehrere Charts geöffnet. Auf allen ist der ST aktiv. Gibt es,
So, jetzt bin ich gesprungen. Auf allen ist der Stereo Trader aktiv. Gibt es eine einfache Möglichkeit, wenn ich in einem Chart meine Analyse mache, dass diese auf die anderen Charts übertragen wird? Da kannst du gleich dem Timo wieder das Mikro geben. Also im Stereo Trader jetzt nicht, ne? Also gemeint ist ja, du hast halt irgendwie das gleiche Symbol, schätze ich mal auf. Und auf mehreren Charts. Und da wird was eingezeichnet und das soll dann in dem anderen irgendwie auch erscheinen. Verstehe ich das richtig? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel genau. Zweimal den DAO aufmache und dann habe ich ja einen passiv und einen aktiv und dass wenn ich hier irgendwie was analysiere, also ne, hier wild einzeichne, dass das dann da eben auch ist. Ist das die Frage? Genau. Das geht mit dem Stereo Trader nicht. Aber wenn der Nelson erlaubt, darf der Timo erwähnen, wie das geht. Sicher. Erlaubt der Nelson das? Ja, wenn solange es in der FX-Flat-Umgebung bleibt, gerne. ja, natürlich. Also es gibt von mir ein Programm, das heißt Easy Copy und das macht genau das. Da kann man halt Analysen, sei es Linien, Rechtecke, Kreise, was weiß ich, von einem Chart kopieren und dann auf einen anderen Chart, entweder am selben MetaTrader kopieren oder auch eine andere MetaTrader-Installation oder sogar vom MT5 auf dem MT4 oder umgekehrt. Also da kann man genau das machen. Man kann die Sachen quasi hin und her kopieren zwischen den Charts. Genau, Easy Copy heißt das Programm. Gut. Klar, weil mit, ne, weil er hat natürlich gefragt, hat hier der Rüdiger, ob man es also, dass man mit irgendwie Template speichern als, ne, das funktioniert natürlich nicht. Also bedingt, aber generell ist das immer so ein bisschen tricky halt mit den, wo ist das hier nochmal? Müsste ich auch erstmal wieder suchen, weil ich damit da Template speichern und dann halt hier Template laden oder umgekehrt. Dann würde das Ding hier erstmal den aktiven Stereo Trader laden, den wieder beenden und dann wäre die Frage, was ist dann am Ende noch übrig von dem, was eigentlich gewollt war. Aber wie gesagt, dafür gibt es ja dann halt auch zusätzliche Tools. Der Timo hat ja gerade gesagt, Easy Copy. Timo, du darfst sehr gerne ergänzen, wo man dieses Tool herbekommt. Genau, unter daytradertools.de, das ist meine Webseite, da kann man draufschauen und dann findet man das relativ weit oben auch, direkt auf der Startseite, daytradertools.de, alles zusammengeschrieben. Jo. Sehr gut. Dann die Frage 18:12 Uhr, geht's weiter? Ja. Ganz kurzer Einwand noch an den Rüdiger. Das reicht mir ehrlich gesagt noch nicht, weil da steht immer noch auch. Da steht ja irgendwie, wird die Position dann auch geschlossen. Also ich müsste schon wissen, wann sie noch geschlossen wird, um das auch richtig zu verstehen. 18:12 Uhr. Was? Der Stefan. Ja. Ja, das kann man aber, also gut. An den Stefan vorhin mit dem DE40, ne? Das hat ja, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Überhaupt nichts, weil Bull gibt es ja hier einfach nicht, ne? Aber trotzdem kann man ja bei FX Flat den DAX traden, auch wenn er DE30 heißt. Das macht ja keinen Unterschied. Okay. So, von Arvid, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, auch 18:12 Uhr. Wie kann ich den Preis an die Linien fixieren? Beim Skalieren bleiben die Zahlen immer stehen. Was ist damit gemeint? Also wenn ich eine Linie habe und die Linie verschiebe, wackelt, beziehungsweise geht dieses Label, das Preislabel ist ja wahrscheinlich gemeint, geht immer mit. Beim Skalieren auch. Wenn man die Skalierung umstellt, auch. Von daher irgendwie nicht, gerade nicht nachvollziehbar leider. Vielleicht da nochmal irgendwie
beim Skalieren bleibt stehen. Welche MetaTrader-Version ist das denn? Wäre mal noch die Frage. Arvid. Also hier ist es auf jeden Fall, sieht man ja, ne? Das ist ja auch die aktuelle Version, die draußen ist. Also hier die 2661. Sollte funktionieren. 2755 habe ich keine. Also das MetaTrader, nee, der StereoTrader. Also wenn das die 2661 ist, ist mir jetzt nicht bekannt, warum das nicht so sein sollte, wie ich es hier zeige. Aber die 2661, das ist doch eine Beta-Version, oder? Der Release ist doch die 2654. Nee. Das ist die letzte Release-Version, die 2661. Echt? Also da auf jeden Fall mal 2661 nehmen. Also das ist auf jeden Fall die aktuelle Release. Die habe ich nämlich gerade vor dem Webinar hier auch hergestellt wieder und das ist auf jeden Fall die letzte Release. Dann gab es ein Update, ohne dass du mir Bescheid gesagt hast. Das kann nicht sein. Der Nelson wusste es aber. Hast du den Falschen gefragt, Timo? Okay. Genau. Alright. So. 18:14 Uhr, Radek. Ja. Ist es möglich, ja, dass man auf Knopfdruck die Indikatoren ein- und ausblenden kann? Nö. Nee. Das ist, also ich wüsste nicht wie, ehrlich gesagt. Also wenn man jetzt halt, gemeint ist ja damit, wenn ich irgendwie diverse Moving Averages, Bollinger Bänder und weiß der Kuckuck was halt alles da drauf mache, mit einem Knopfdruck rein, raus, das wäre in der Tat nett. Also ich wüsste aber nicht, wie man das machen könnte, ehrlich gesagt. Weil man halt nicht von außen irgendwie zugreifen kann auf die sogenannten Buffers, die dann halt so ein Indikator halt da belegt. Da gibt es leider keinen Zugriff drauf. Ich glaube nicht, dass das machbar ist, ehrlich gesagt. 18:15 Uhr, Dosum. Okay. Wie muss ich den Stereo... Das ist doch mal eine Frage, die lässt sich mal schön beantworten. Wie muss ich den Stereo-Trader ändern, dass ich sowohl Buy und Sell traden kann? Also gemeint ist ja damit, dass man beide Richtungen gleichzeitig handeln kann, ne? Und nicht irgendwie... Ich meine, generell kann ich hier kaufen und verkaufen, das ist klar. Aber sobald ich jetzt hier zum Beispiel eine kaufe, bin ich halt flat. Und damit ist ja das Hedging höchstwahrscheinlich gemeint. Und das macht man einfach im Stereo Hedge Mode. Das heißt also hier Stereo Trader Setup. Und dann guckt man bei Trading, stellt es um auf Stereo Hedge. Und dann habe ich hier, wird man gleich sehen, auf der Seite, kriege ich gleich einen doppelten Pool, weil der, so wie er momentan da ist, mit Stop-Loss, Take-Profit und so weiter, ist ja immer für die jeweilige Richtung, die gerade da ist. Und wenn ich den Stereo-Hedge-Modus anmache, dann habe ich den doppelt. Und zwar oben einmal für Kaufen, ne, hier mit so ein leichtes Blau drüber für Kaufen und hier ist für die Verkaufen-Abteilung. Und wenn ich jetzt hier zwei aufmache, einmal Long und einmal Short, und dann habe ich halt hier zwei Richtungen, ja. Und alles, was Short ist, geht eben zur Short-Position dazu. Und alles, was Long ist, geht zur Long-Position dazu. Ne? Sieht man ja hier. Das heißt, es wird immer akkumuliert pro Richtung. Und das ist halt der Stereo-Hedge-Mode. Er macht aber, wie gesagt, hier den Aufwand natürlich größer, ne? Weil man ja immer irgendwie für die jeweilige Richtung einstellen muss. Und auch die Statistik, das gleiche in grün, die gibt es dann halt auch doppelt. Ne? Da habe ich halt hier oben den PL, also Profit Loss für die Kaufseite und Profit Loss für die Sell-Seite. Und hier oben nochmal alles zusammengerechnet. Und man sieht auch hier zum Beispiel in der Distribution die Verteilung. Ne? Also da sieht man, was gerade irgendwie übergewichtet ist. Sieht man hier oben in der Verteilung dann auch auf den ersten Blick ganz nett. Also ich glaube, der Modus ist schon ziemlich cool. Also mir ist er ja immer ein Dorn im Auge, weil er eine Programmierung einfach irre Aufwand macht und irgendwie alles irgendwie total verkompliziert. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn man sagt, ja, ich finde den klasse und ich will das so haben. Und hängt natürlich davon ab, wie man halt selber handelt, ne? Wenn es zur Strategie passt. Und dann, klar,
gibt es ja keinen Grund. Ja, das hat eben nicht, aber wie gesagt, ich wäre froh, es würde ihn nicht geben. Ich bin auf der anderen Seite natürlich auch froh, dass es ihn gibt, weil er natürlich halt auch einzigartig ist. Also das gibt es ja meines Wissens in überhaupt gar keiner Plattform, dass man das so machen kann. Dass man pro Richtung Positionen akkumuliert. Ne? Also mit akkumuliert ist ja gemeint, man sieht ja hier, es ist nur ein bisschen klein, aber ich das größer ziehe, sieht man es ja. Hier auf der Long-Seite irgendwie 6 Kontrakte gerade, auf der Verkaufsseite 3. Und das heißt, auch wenn ich hier einzeln operiere, zum Beispiel Long zumache, wird er auch einfach hier nur abgezogen. Stehen jetzt 5. Wie gesagt, ist es wahrscheinlich ein bisschen klein, aber hier oben sieht man ja auch, wie sich das ändert. Und wenn ich kaufe, wird das halt alles immer zu dieser Long-Position, zu dem Long, ja, zu der Position halt dazu addiert, so dass ich komplett getrennt managen kann. Ne? Und kann jetzt gleichzeitig nur sagen, gut, ich baue irgendwie meine Short-Position aus. Und genauso, wenn die jetzt zum Beispiel dann halt ein Stop läuft, die Long-Position bleibt eben Short, wie man sieht, übrig. Ne? Und das, wie gesagt, das ist schon einzigartig, das gibt es sonst nirgends. Wüsste ich, wie gesagt, zumindest nicht. Und wenn man es genau, ne, also ich meine, wenn man den klassischen MetaTrader-Modus möchte, also mit allen Positionen einzeln, also ich habe ja hier nach wie vor Zugriff, ne, das sieht man ja hier durch die, dort sieht man überall die einzelnen Einstiege, die sieht man ja ganz deutlich und die Kontraktgröße. Und trotzdem haben die ja auch hier einen gemeinsamen Stop-Loss und Take-Profit. Selbst da kann man dann auch sagen, ja, ich hätte aber überall gerne einen einzelnen Stop-Loss und Take-Profit. Das geht auch, das wäre dann halt aber der sogenannte Single-Hedge-Modus. Also, weil die einzelnen Positionen dann halt komplett separat gemanagt werden müssen und können. Können und müssen. Ja. Das sieht man hier, die liegen zwar jetzt alle übereinander, aber dann gibt es hier plötzlich jede Menge einzelne Stop-Losses. Und das ist in dem Stereo-Hedge nicht, weil da wird es ja halt, wie gesagt, akkumuliert. Gut, so, und der Standardmodus ist eben der Stereo-Future-Modus. Dort wird alles mit allem verrechnet. Und das ist ja halt ja auch genauso wie eine normale Future-Plattform zum Beispiel ja auch funktioniert. Gut, so, what's next? 18:25 Uhr, Radek. Schon wieder. So, das ist natürlich nicht böse gemeint, kurzes Willen. Ich versuche nur manchmal lustig zu sein, ab und zu gelingt es mir, manchmal nicht. So, wäre es möglich, bei selbst eingezeichneter Linie die Größe der Zahlen zu ändern, da diese bei dünnen Linien sehr klein und nicht lesbar sind? Ja, das geht sogar. Nämlich, glaube ich mal, guck mal, hier steht es jetzt links. Warum? Ehrlich gesagt, ich weiß es gerade nicht. Ne? Also, da war ja vorhin die Frage, kann die Zahl auch links stehen? Und ich habe ja dann irgendwie gesagt, geht nicht. Jetzt frage ich mich aber gerade selber, warum das jetzt der Fall ist. Also entweder wird da was zu spät umgestellt oder ich weiß es gerade irgendwie nicht. Ist ein bisschen blamabel hier, weil ich sollte es ja eigentlich wissen. Ich weiß es aber wirklich gerade nicht, warum das jetzt so ist. Es gibt wohl eine Logik dahinter. Zufall ist es ganz sicher keiner. Aber es wird ja irgendwo aus irgendeinem Grund irgendwas umgestellt. So, jetzt gehen wir nochmal in den Passivmodus. Mal gucken, was er da macht. Das interessiert mich jetzt. Jetzt eine neue Linie zeichne. Dann ist wieder Timo, rechts. Eigentlich ist dein Einsatz. Warum? Wird es jetzt wieder böse? Nee, habe ich ja vorhin schon geschrieben. Meinst du das oder was? Ja, ja. Ich verstehe nur gerade nicht, warum das jetzt so ist, aber okay. Man sollte mal irgendwie rausfinden, wann er das umstellt. Ich sage, es ist halt ein bisschen peinlich, weil ich habe es ja programmiert. Ich soll es eigentlich wissen, ich weiß es aber wirklich nicht. Also, bin gerade selbst erstaunt. Es kommt ganz oft vor. Also Timo kennt das, ne? Wenn wir irgendwie so irgendwas austüfteln und dann programmieren wir da halt irgendwie stundenlang rum und dann stelle ich nachher fest, ey, ich habe das ja alles schon gemacht. An ganz anderer Stelle und vergessen. Passiert. Oder Lieblingssatz ist auch, weiß ich nicht. Oder kann nicht sein. Ja, kann nicht sein. Das ist Standard. Ja, kann nicht sein. Ergibt keinen Sinn. Das ist unmöglich. Ja, ich meine, Programmierer funktionieren ja im Hirn eigentlich relativ simpel. Das ist ja immer das Problem. Und die sind ja auch nicht in der Lage, irgendwie komplexe, wie soll ich das sagen, was manchmal aus User-Sicht ganz einfach ist, wo wir dann so fragen, so,
Verstehe ich nicht. So kann ich sein. Kennst du auch? Jetzt sag gefälligst ja, wenn wir noch länger Freunde sein wollen. Wie du hörst, hörst du nichts. Ja, deswegen sage ich ja, sag gefälligst ja. So, also die Zahlen größer war das Problem, größer oder kleiner. Kann man, ob ich jetzt mal, ich hoffe, das stimmt jetzt mal, machen, indem man hier die Auto-Label Size ändert. Das heißt hier, die steht auf 1,0, das ist der Standardwert. Die kann ich einfach zum Beispiel auf 2 stellen. Da wird er jetzt, glaube ich, ah doch, stellst du sofort um, ne? Und siehe da, schon wird alles größer. Ja, kann man also einstellen. Es richtet sich aber immer, also die Größe der Anzeige richtet sich immer, das ist schon klar, nach der Dicke der Linie. Also wenn ich die jetzt dünner mache, wird auch die Zahl halt kleiner. Das ist ja auch, macht ja auch Sinn. Ne? Okay, dann Dann 18:27 Uhr, Rüdiger zu seiner Frage nochmal zum Break-Even. okay, Moment, muss jetzt mal zusammensammeln. Was macht die Funktion BE? Okay, das ist auf jeden Fall erstmal einfacher. Also die ist wohl. Moment. Ich muss den Rüdiger noch ein bisschen mit Gegenfragen quälen, glaube ich. Moment. Und zwar folgendes. Also es gibt ja einmal, ich mache jetzt mal hier einfach eine Position auf. Richtung, egal. Es gibt ja einmal halt hier diesen BE-Knopf und dann gibt es halt hier BE-Save. So, der BE-Knopf ist ja nur dazu da, sobald eine Position Break-Even ist. Ich glaube, es war die falsche Richtung. Moment, machen wir zu. Sobald die Position Break-Even ist, damit ich sie halt hier eben manuell absichern kann. So, ne? Das heißt, Kurs kommt runter, ich sage, ah, Break-Even, das heißt, Stop-Loss geht auf den gerundeten Wert der Position Break-Even. Da ich jetzt hier an einer krummen Stelle aufgemacht habe, ist die Rundung, ist jetzt hier ein kleiner Rundungsfehler. Da gibt es übrigens noch einen kleinen Hack. Und zwar, wenn ich Shift drücke und dann macht er nämlich Break-Even plus das, was im Setup eingestellt ist, eigentlich für die Funktion. Das ist nämlich tatsächlich nicht dokumentiert. Also Einfach-Klick bedeutet, geht auf Break-Even und Shift-Klick geht auf Break-Even, in dem Fall minus 2. Also dahin. Das nur am Rande. So, und genau das, was ich jetzt aber hier manuell gemacht habe, das schafft die BE-Save, Funktion automatisch. Das heißt, wenn die jetzt wie viel gerade liegen wir vorne? 5, 6, 7 Punkte. Ich versuche mal irgendwie plausiblen Wert. Ja, das könnte klappen. So, das heißt, sobald die Position jetzt 10 Punkte ins Plus geht, springt der Stop-Loss auf Break-Even Safe-Position. So, jetzt komm, mach schon. Was haben wir hier für ein Timeframe? M5, okay, ja gut. Das ist jetzt irgendwie genau 7 Punkte irgendwie im Plus oder so. 8 Punkte. Komm, 2 fehlen noch. Das schaffst du. Ne? 9 Punkte. So, hat man gesehen, ne? Jetzt ist der automatisch dahingesprungen. Das macht die BE-Safe-Funktion. Wie viel die jetzt hier abweicht, ne? Also hier sieht man ja, 2 Punkte steht ja in der Anzeige hier in dem Fähnchen, ist wahrscheinlich zu klein, ist zu erkennen. Aber das stellt man auch hier ein, nämlich einfach bei Trading. BE Safe, das ist genau der Wert. Ne? Das heißt also, 2 Punkte wird zum eigentlichen Break-Even hinzugefügt und dahin wird dann der Stop-Loss bewegt, sobald der Schwellwert überschritten ist, der hier drin steht. No. War das verständlich, Rüdiger? Wie gesagt, wenn man es manuell haben möchte, dann macht man es hier oben mit Klick da drauf, um genau da drauf zu kommen. Und ansonsten mit Shift-Klick und dann habe ich auch diese minus 2. Ne? Also minus jetzt hier, klar, weil es ja eine Short-Position ist. Also geht der
geht der Stop-Loss 2 Punkte dann halt drunter. Ne? So. Das sieht man dann hier wieder angezeigt, -2. Und das ist entsprechend genau dieser jene Wert. Gut. Dann ja, haben wir das doch geklärt. Genau. Es geht weiter mit Radenko 1836. Radek und Radenko. Ihr seid aber nicht verwandt, oder? Aber das klingt mir irgendwie nach gleicher Herkunft, irgendwie so ein bisschen. So, das ist schwierig. Radenko, ich glaube, da musst du noch ein bisschen ausholen. Ich kann es leider nicht verstehen. Also, Stereo Trader auf dem Demokonto installiert. Grundsätzlich kein Problem mit dem Stereo Trader beziehungsweise mit FX Flat natürlich sowieso nicht. Aber ich kann keine Vorgabe machen. Was ist damit gemeint? Das müssen wir schon ein bisschen genauer haben. Jo, so. Alles nach Stefan. Okay. Sonst haben wir momentan nichts, ne? Nein, dann haben wir bis dato erstmal alle Fragen beantwortet. Radenko steht noch aus. Ich denke mal, dass gleich noch eine Ergänzung kommt. Ansonsten natürlich haben wir offiziell ja noch Zeit. Also wenn Sie Fragen haben, dann bitte reinstellen. Ansonsten bloß nicht mich viel zu früh entlassen. Ich habe noch gar nichts gesagt. Geben wir natürlich allen noch ein paar Minuten, auch das Ganze dann runterzuschreiben. Jo. Ja. Was? Ich kann. Also ich bin hier auch auf dem Demokonto, ne? Also der Radenko hat gerade nochmal nachgeliefert, kann keine Order eingeben, keinen Modus wechseln. Kann ich leider jetzt irgendwie gerade immer noch nicht irgendwie zuordnen, weil ich bin, wie gesagt, hier auch auf dem Demokonto und ich mache es ja auch einfach. Also von daher gibt es da erstmal keinen Grund. Ich vermute, das liegt dann irgendwie doch woanders. Aber was auf jeden Fall immer mal hilft, weil es kommen ja Fehlermeldungen, ne? Und das heißt, die kann man ja dann halt zum Beispiel hier unten ja dann auch irgendwie finden. Da gibt es so einen Tab, der heißt Experts. Und da spuckt der Stereo Trader zum Beispiel alles aus, was ihm nicht gefällt. Und dann gibt es halt auch noch das Journal. Und da steht meistens irgendwie nichts Brauchbares drin. Aber hier unter Experten oder Experts, das ist auf jeden Fall, sollte was zu sehen sein. Und da unbedingt mal drauf gucken, auch ganz wichtig. Ansonsten, wenn Sie das Demokonto bei uns erstellt haben, dann können Sie sich selbstverständlich auch sich bei uns melden und wir versuchen da alles richtig einzustellen. So, dann der Rainer 1844. Pivot Support 3 ist tatsächlich nicht drin. Also, ne, wie man den, also der Stereo Trader kommt ja mit so ein paar eigenen Pivots daher. Hier so Stunden-Pivot oder halt eben Daily, Woche, Monat. Geht aber immer nur bis zum Support und Resistance Nummer 2. Also 3 hat er nicht. Ja, also hier sieht man es, das wird dann automatisch eingezeichnet, sobald man da halt draufklickt. Aber eben tatsächlich immer nur, also hier der Main-Pivot, kann man zusammen skalieren, da kommt ja irgendwo noch der 2er, genau. Pivot Support 2, aber 3 halt nicht. Ist einfach nicht drin. Und warum nicht? Timo, hast du mal wieder gemacht? Ja, warum denn nicht? Ja. Ja. Du hast nichts gesagt. Ja, ich gucke da jetzt auch nicht. Also nicht so, also ich habe keine Strategie, die jetzt danach irgendwie wirklich handelt. Von daher haben die mich noch nie so wirklich interessiert.
Also ich gucke da, wenn da einer ist und da ist irgendwie noch viele andere, sind noch viele andere Sachen, denke ich, ach ja, guck mal. Aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nach den Pivots trade. Ja. Also ich habe halt auch, ne, irgendwie, weiß ich nicht, also es ist nun eigentlich, ich glaube, ein einziges Mal in den letzten Jahren mal nachgefragt worden und es wird natürlich, ich meine, grundsätzlich kann man ja natürlich nicht irgendwie allen Wünschen nachkommen, das ist ja, glaube ich, auch verständlich. Und das war halt, ich kann mich an ein einziges Mal erinnern und sonst ist der nie nachgefragt worden, sonst wäre er halt schon drin. Also wenn mir da einer irgendwie eine clevere Strategie zeigen kann und man da halt irgendwie einen Grund dafür findet, dann versperrt sich da natürlich ja auch keiner. Klar. Weil, schreibt er gerade hier zum Trading-Einstieg, aber das wäre halt verdammt tief, ne? Also beziehungsweise verdammt weit entfernt. Weil der Zweier wird ja schon meistens nicht erreicht und der Dreier, der wäre ja nochmal irgendwie weiter. Deswegen weiß ich nicht so ganz. Aber gut. Genau, also Rainer, schick da einfach mal irgendwie eine Mail oder was auch immer und dann können wir mal gucken. Wir freuen uns ja alle, wenn wir was lernen können und wenn sich da was ergibt, was wir bisher noch nicht können. Warum nicht? Alright. 1846, Radek. Den Cache vom ST, wie man den leert, der ST hat eigentlich nicht wirklich einen Cache. Also ich weiß nicht, was damit gemeint sein soll. Und Templates. Ja, Ich das verstehe das wahrscheinlich. so, die Frage, ob man sozusagen eine Werkseinstellung wieder ja, einrichten kann. Oder? In der neuen Version, also der Beta-Version der aktuellen, ja, der da bin ich mir gerade gar nicht mal sicher. Also hier gibt es ja im Setup, gibt es ja grundsätzlich ein Reset. Ja, und dann Reset Global Settings, All Symbols, All Brokers. Also damit sollte es eigentlich dann hier auch gehen in der aktuellen Version. Was mir aber auch trotzdem aufgefallen ist, weil hier die Rede ist von Cache, also da bleibt trotzdem ein bisschen Müll übrig. Das wird aber mit der nächsten Version wird das automatisch im Hintergrund aufgeräumt. Dann ist der Müll auf einmal weg. Also da gibt es so einen Ordner, also ich will es jetzt nicht Müll nennen, ne? Das sind einfach nur Daten, die zwischengespeichert werden und nicht mehr gebraucht werden. Das sind irgendwie ein bisschen mehr geworden, als ich je gedacht hätte. Das erledigt sich auch mit der nächsten Version. Aber hier, wie gesagt, das sollte eigentlich hier auch gehen. Okay. Ja, der A-Wert, genau, ne? Der R1 ist im Trend schon nervend genug. Absolut. Also, wenn ich long bin und es kommt nur der Stunden R1, geht nie drüber. Nie. Außer ich bin short. Dann geht er drüber. Aber im Long nie. Das ist irgendwie super nervig, das Ding. Okay. Warum springt Prime? Oh, da bin ich raus. Das ist eigentlich Timos Abteilung. Hier geht es um ein Add-on vom Timo, um das Ghost. Timo, warum Ja, ich glaube, springt du musst dann? das, ich glaube, du musst das trotzdem vorlesen. Ich Ja, glaube, das der Timo. war ich ja gerade dabei. Okay, super. Den schnellsten, gib mir doch auch mal eine Chance. Also, Timo, warum springt beim Timeframe-Wechsel zum Beispiel bei der Ghost-Signallinie immer wieder auf Grundeinstellungen, Linienstärke zurück? Wenn sie zum Beispiel von mir vorher auf Stärke 5 eingestellt war, springt sie auf Linienstärke 2 zurück. Timo, was hast du da gemacht? Ach so, ja, nee. Das Ding ist ja, wenn man bei Indikatoren, wenn man in die Eigenschaften geht und da was ändert, ne, das meint er wahrscheinlich. Das kannst jeden Indikator nehmen und du fummelst dann in Einstellungen, in den Indikatoreinstellungen rum. Ne, wenn du rechte Maustaste auf Indikatoren, dann auf die Einstellung gehst und du änderst da was, dann wird das immer wieder zurückgesetzt. Das ist aber eine MetaTrader-Einstellung. Das ist jetzt nichts von dem Add-on oder so, sondern das wird immer wieder auf die Default-Werte gesetzt. Also genau, kannst jetzt einfach mal irgendeinen Indikator, der irgendwas zeichnet, reinpacken. Ja, also müsste hier ja schon auch schon so sein, ne? Oder? Genau. Ah ne, nur bei Eingabefeldern. Da glaube ich jetzt nicht. Aber sobald du irgendwas hast, was irgendwie, mal gucken, ob hier irgendeiner
da es schon irgendwie machen könnte. Hä, wo bin ich denn? Nee, immer dann halt, wenn hier wenn halt hier eine Liste drin ist, wo man halt mit sogenannten Custom Parameters halt was einstellt, die sind halt immer weg im Timeframe-Wechsel. Das ist so eine Logik, ich verstehe, glaube ich, keiner, aber das ist generell so, ja. Ja. Nee, aber im Programm selber kann man nämlich die Linienstärke von der Signallinie gar nicht einstellen. Aber das ist ein guter Punkt, guter Hinweis. Das kann man auf jeden Fall noch hinzufügen, dass man in Ghost dann halt selbst die Linienstärke einstellen kann und dann hat man das Problem auch nicht mehr. Also schon mal vielen Dank für den Hinweis. Gut. So, ansonsten kommt jetzt nichts mehr. Von daher würde ich mal behaupten, dass wir da auch dann soweit durch sind für heute. Ja, ich Nelson? warte jetzt immer, ja, ich warte jetzt immer 5 Minuten, bis du ausgesprochen hast. Fünf Minuten. Ich finde 5 bis 7 Uhr. Ja, ist klar, ey. Nein, Nein, aber. es gibt keine Fragen aktuell mehr. Ich glaube, wir haben die Zeit aber auch gut gefüllt. Wenn Fragen jetzt im Nachgang auftreten, dann wie immer können Sie uns kontaktieren, unser Service-Team. Wir versuchen zu helfen. Und wenn wir nicht weiterkommen, dann nehmen wir gerne Dirk mit ins Boot. Und ich bedanke mich aber auch bei Timo für die Unterstützung heute. Sowohl die mentale auch. Dirk, wie guckst du denn? Ich bin entspannt. Ich Nein, bin einfach nur nein, ganz nein. ruhig. Hat Timo Alles gut. gesehen Also, das Wort? Ich ja, würde mir das jetzt überlegen, was ich jetzt sage. das wird ja umso spannender, unsere Begegnung. Ja, doch. Nein, nein, also Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank an alle. Natürlich auch fürs aktive Mitmachen im Chat. So funktioniert das Webinar nun mal. Und vielen Dank an Dirk für deine Zeit heute. Ich verabschiede mich schon mal. Dirk hat heute das letzte Wort. Wünsche einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Position auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Und der liebe Dirk hat heute, wie gesagt, das Schlusswort. Bis dann. Tschüss. Hey, danke natürlich auch von meiner Seite. Also nächstes Mal in 4 Wochen wieder, jederzeit gerne. Und wäre halt cool, wenn ihr irgendwie nächstes Mal vielleicht auch dann vorher schon mal überlegt, dann können wir nämlich hier auch Fragen sortieren. Und aber nichtsdestotrotz, alles gut. Ansonsten sind wir dann dafür da, dass wir es hier auch machen und dann halt eben auch die Sachen beantworten, die einem dann auch gerade einfallen. Also danke von meiner Seite, schönen Abend zusammen und bis demnächst an dieser Stelle wieder. Bis dahin, danke.